Hallihallo, liebe Freunde von Maxis Games. Lange ist es her, wo ich selber, also der Jan, hier ein Video gemacht hat über unseren Server, wo ich im Endeffekt mal ein bisschen rumlaufe und gucke, was die einzelnen User, die ja die Erlaubnis haben, hier auf unseren Server zu kommen, machen. Zu dem Zweck habe ich mich einfach zu McDonald's begeben, um mich mal zu stärken und die netten Mädels da zu begrüßen. Ihr seht, es wird langsam Tag, die Sonne geht auf und es sieht richtig geil aus. Schönes Wetter, kein Regen, was zu essen. Und wie gesagt, und ich mache mich mal auf den Weg über die Bahngleise. Ah, da ist Maxi Wilmer, der mittlerweile seinen In-Game-Namen geändert hat auf Maxis Games. Aber ab und zu auch mit Maxi Wilmer, glaube ich, spielt. Hier renne ich also über die Bahngleise mal Richtung Hafen. Hafendorf, sag ich mal, oder Hafen City oder was auch immer. Also wir haben hier überall auf dem Server Bahngleise angelegt und oder Bahnschienen, besser gesagt, wo eben auch, ich weiß gar nicht, wir haben glaube ich 3 oder 4 Bahnhöfe insgesamt. Davon mehrere richtig tolle mit Kathedralen dran und so weiter. Und jetzt versuche ich mal hier einen Creeper oder mehrere Creeper mal abzuschießen, aber die sind so weit weg, die Jungs. Oder Mädels, wer weiß schon, was ein Creeper ist? Ist er ein Mädchen? Ist er? Manche sagen ja, das sind verwandelte Schweine oder was auch immer. Ich habe keinen Schimmer. Ist ja auch shit egal. So, jetzt gehen wir mal hier die Treppe runter, wo man eigentlich mit der Lore sonst fährt. Und kommt dann Richtung Bahnhof. Und zwar Bahnhof oder Metrostation von dem Hafenbereich. Hier geht es zur Monsterschlucht, zur kleinen Sandbucht. Quatsch, da kann man sich ja sonnen, wenn man Glück hat. Findet man da auch richtig hübsche Mädchen mit Bikini, die sich da in der Sonne eilen. Also wie gesagt, Leute, ab und zu mal mittags da hingehen, da sonnen sich welche, weil da ist die Stelle, die windgeschützt ist und die Sonne so richtig dick prallt. Ne? Also die Tage war ja auch Sonnenfinsternis, das war auch interessant, da konnte man sich da hinlegen und hat gar nichts gesehen. Auch nicht schlecht. Hier geht's weiter, wenn man der Lore fährt, zum Schloss der Hexe. Also, da sollte man schon ein bisschen Nerven haben, weil so einfach ist es da nicht. Wir sind also hier im Hafen, in dem Metrogebäude, wo auch nettes Personal steht, die also Tickets verkaufen, alles Mögliche und euch, wenn ihr da Fragen habt, weiterhelfen. Hier geht es irgendwo zum Gefängnis runter, also muss man jetzt nicht besuchen. Hier geht es hoch zum Spawn-Bereich und ich renne mal ein bisschen hier rum, um einfach mal zu schauen, ist alles noch okay? Hat sich irgendwas geändert? Man weiß ja nie, man hat ja manchmal Leute hier drauf, die mir drauf lassen, die den einen Stein mal umdrehen oder vergessen, dass sie hier mit einem Mausklick das eine oder andere Gebäude schon ein bisschen kaputt machen können. Und bisher ist noch nichts passiert, also bisher haben wir Glück gehabt mit unseren Leuten, die auf unserem Server spielen oder auch am Projekt mitmachen. Essensgutscheine, Zimmernachweis, also überall sind hier Gebäude gebaut, die also dem Neuankömmling helfen. Das heißt, also wenn einer jetzt nichts zu essen hat, dann kriegt er hier zum Beispiel McGolden Fritz, ganz frische Obstsorten hat er zur Verfügung gestellt. Wenn einer kein Bett hat, kein Hotelzimmer sich leisten kann, gibt es eben auch Herbergen. Mal gucken, mal kommen wir hier, Herberge zum müden Wanderer, Übernachtung. Hier seht ihr, hier sind viele Betten aneinander gebaut, relativ günstig. Lichthandys ab 22 Uhr aus steht hier. Und was haben wir hier noch stehen? Also Frühstück auf dem Marktplatz ab so und so viel und Abendessen auch. Also richtig guter Service. Hier ist eine Litwas-Säule, die also Informationen bietet, wie wo es hingeht zum Spawn oder zum Ende. Begrüßung, ja, willkommen und so weiter, gehört sich natürlich so. Also wie gesagt, ihr findet hier auf unserem Server eigentlich alles, was notwendig ist, um hier wirklich einen netten Tag oder auch was Nettes zu verbringen. Tolle Restaurants, weil wir sind ja am Meer, das darf man nicht vergessen. Also hier kann man fantastisch angeln. Wenn ihr Lust habt, zeige ich euch mal die besten Angelplätze, wo richtig dicke, geile Fische zu angeln sind. Ne, Bier, was ist hier? 10 Bier, dann bist du besoffen. Stimmt. Wer es noch nicht probiert hat, nach 10 Bier bist du wirklich voll. Ne? Also ganz tolle Geschichten. Die User, die hier am Projekt teilgenommen haben, beziehungsweise jetzt auch noch teilnehmen, haben also sich eine Menge einfallen lassen. Jetzt wollen wir uns mal ein neues Mitglied der Gemeinde anschauen. Das ist Alfred. Mal gucken, was der bisher auf die Reihe gebracht hat. Da laufen wir hin. Zwischendurch quatschen wir ein bisschen. Auch über neue Projekte, die wir haben.
ein neues Projekt, was wir haben, wo wir ab und zu hier diesen Server dann zumachen und den anderen Server dann wieder, Quatsch, mit einem anderen Inhalt bestücken. Das vierte Beast, da haben wir verschiedene Modpacks, die wir da spielen, erproben und auch Projekte machen. Das heißt also, derjenige, der ab und zu hier auf diesem Server ist, wird dann nicht auf seinen, ich sag mal, an seinem Haus basteln können, sondern kommt im Endeffekt nur auf den Feed the Beast Lounge, über den Feed the Beast Lounger, so muss man es ja sagen, auf den Server drauf, weil wir da eben was anderes machen. Also hier ist Algrips Häuschen, hat er ja auch so als Zeichen gemacht hier. Und jo, gucken wir uns mal an, was der so gebaut hat. Sieht aber sich ganz nett aus. Jo. Was mir immer wieder auffällt, dass die Leute, wenn die so Häuser bauen, vielleicht habe ich sowas gesehen, eben WC-Bad oder sowas vergessen. Also wo setzt du dich mal hin, wo du mal pupsen musst? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gehen die da irgendwo an die Bäume, die Jungs. Na gut, okay, was steht hier? Er hat wahrscheinlich ein anderes Texture Pack. Und das kann er dann anders lesen. Das ist immer so eine Geschichte, ne? Also wenn du mit verschiedenen Texture Packs hier arbeitest, dann sieht der eine das und der andere das. Und das ist immer so eine Geschichte. Deswegen habe ich meistens mit der Frau die meisten Clips gemacht, wo manche gesagt haben, ist das langweilig. Ich fand es gar nicht so langweilig, weil das neutral ist. Das heißt also, im Endeffekt Neutralität hast du da. Ja, rennen wir noch ein bisschen rum. Gucken wir uns das noch ein bisschen an. Wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Solange wie der Clip von mir vorgesehen ist. Ich habe eigentlich vorgehabt, so 8 Minuten Clip zu machen. Das müsste ich eigentlich packen. Und wir rennen da auch Richtung Kathedrale nochmal. Und nochmal zurückzukommen auf Feed the Beast Lounger. Also wie gesagt, wenn ihr da nicht wisst, wo ihr diesen Lounger laden könnt, geht einfach ja, bei Google rein, FTB oder Feed the Beast Lounger. Da gibt es die Webseite in Englisch, die aber auch umschaltbar ist auf Deutsch, sodass ihr im Endeffekt ganz einfach diese Exe oder die Jar von mir aus auch herunterladen könnt. Die entpackt ihr dann ganz normal. Bei der Exe müsst ihr eben nicht entpacken, sondern da startet ihr das Programm. Das ist also Viren sauber, das Ding, könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann installiert ihr das. Ihr müsst nur aufpassen, ob euer Betriebssystem bei Windows zum Beispiel ein 32er oder 64er ist. Und natürlich, wenn ihr Apple oder was auch immer eine Mac habt, dann ist es eben was anderes. Da müsst ihr ein bisschen was anderes einstellen. Aber es ist wirklich, ich sag mal, jeder 5-Jähriger kriegt das mit 3 Mausklicks installiert. Also da ist nichts Berühmtes dabei. Ihr müsst nur gucken, habt ihr die neueste Java-Version oder nicht. Also 32, 64 drauf. Das sagt er einem auch wieder. Sodass also, wenn es dann nicht funktioniert, eigentlich der Hinweis kommt, du hast die falsche Version installiert. Also, dann installiert einfach die richtige und das Ding läuft dann. Aber nach wie vor sind wir hier auf Maxis Games, auf dem Server, auf unserem Minecraft-Server, der wirklich richtig mit Gebäuden voll ist. Und wer Lust hat, schreibt mir einfach in den Kommentar rein. Ich will mir das alle mal in Ruhe angucken. Dann seid ihr aber gewiss, dass dieser Clip dann eine Stunde läuft und wir überall rumlaufen, wo eben diese riesigen Gebäude gebaut worden sind. Wir haben einen Eiffelturm hier drauf und alles drum und dran. Also, vielen Dank für euer Interesse, dass ihr hier zuguckt. Wie gesagt, das sind die aktuellen Events. Mountainbike Tour durch Nether, Schwimmen mit hungrigen Haien, Drachen füttern leicht gemacht mit den netten Krämer auf dem Hochseil und Ballonflow mit Hindernissen haben wir auch. Also wie gesagt, bis denne, euer Jan. Tschüssi!